Und herzlich willkommen auch nochmal von mir zum Seminar von Corona-Bonds zum Green New Deal, die Wirtschafts- und Währungspolitik der EU. Ich begrüße ganz herzlich unsere heutigen Gäste. Besonders freuen wir uns, dass Ulrike Herrmann bei uns ist. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Sie wird diskutieren unter anderem mit Stefan Liebig. Stefan Liebig ist Mitglied des Deutschen Bundestages, zum dritten Mal direkt gewählt im schönen Bezirk Pankow, war lange Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und ist frisches Mitglied im Finanzausschuss, was ihm bestimmt hilft, diese schwierigen Fragen, die wir heute diskutieren wollen, auch nochmal gut einzuschätzen. Wir freuen uns sehr, dass Laura Horn bei uns ist. Laura Horn ist Associate Professor an der Roskilde-Universität und ihr Schwerpunktgebiet ist globale politische Ökonomie, auch im Hinblick auf die europäische Integration. Die EU, also herzlich willkommen und vielen Dank. Die EU und auch ganz Europa sind ja von vielen Krisen geschüttelt. Wir haben die Klimakrise, den Brexit und jetzt auch noch Corona. Diese Prozesse sind von vielen Diskussionen begleitet. Diese wollen wir heute noch mal ein bisschen vertieft anschauen, aber wir wollen auch diskutieren, welche möglichen Lösungsansätze eigentlich diskutiert werden. Und einer von denen, der aus dem angloamerikanischen Raum zu uns hinübergeschwappt ist, ist der Ansatz des Green New Deal. Diesen hat auch Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Da ist vielen aber gleich aufgefallen, das ist eine Mogelpackung. Aber wir fragen uns, gibt es ihn trotzdem sozusagen einen Green New Deal, der verschiedene von den Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, lösen kann? Wir beginnen mit einer ersten Runde und meine erste Frage an Ulrike Herrmann ist, die Zerreißprobe, die benannte, vor die die EU gestellt ist, wie können die Problematiken, die hinter den Diskussionen um die Corona-Bonds, jetzt um die Hilfen, Merkel hat heute auch nochmal ihre Aussicht auf die deutsche Ratspräsidentschaft dargestellt, wie kann das beschrieben werden? Achso, ist die noch? Nee, jetzt kann ich reden. Ne? Also vielleicht als Warnung noch an alle. Mir wurde vorher gesagt, dass ich hier 7 Minuten reden darf. Das werde ich jetzt auch ausnutzen. Also wenn man sich fragt, warum wird über Corona-Bonds geredet, was ist eigentlich das Problem in der EU, dann kann man anfangen bei einer Beobachtung, die die Wettbewerbskommission darin gemacht hat aus Dänemark. Ich weiß nicht genau, das wird Laura Horn besser wissen, ob ich sie richtig ausspreche, Vestager oder so ähnlich. Wir Deutschen sagen immer einfach Vestager. Und zwar ist es ja so, dass wenn man jetzt in der Corona-Krise ein Unternehmen unterstützen will als Staat durch Hilfskredite, dann muss das bei der EU beantragt werden, weil das ja immer eine Wettbewerbsverzerrung sein kann. Das wird zwar alles genehmigt, aber gleichzeitig hat die EU natürlich dadurch einen guten Überblick, was sich in den einzelnen Ländern tut. Und da ist es dann eben alarmierenderweise so, dass fast 50% aller Hilfsanfragen für Unternehmen kommen aus Deutschland. Nun weiß aber jeder, dass die anderen EU-Länder genauso stark von Corona getroffen sind oder zum Teil noch stärker, zum Beispiel Italien, Frankreich oder Spanien. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass nur Deutschland wirklich die finanziellen Mittel hat, um seine Unternehmen zu unterstützen. Und dann gibt es dann noch ein paar kleine Länder, die auch gut dastehen, Niederländer, Österreicher oder Finnen, die haben natürlich auch genug Geld. Aber ganz große, wichtige Länder in der EU sind offenbar finanzschwach und können sich diese Kredite nicht leisten. So, und dass da plötzlich so eine Art Kluft auftaucht zwischen den Armen, in Anführungsstrichen, und den reichen Ländern in der EU und vor allen Dingen in der Eurozone liegt einfach daran, das ist das Kernproblem, dass die Eurozone falsch konstruiert ist. Dieses Problem hat sich auch schon in der Euro-Krise ab 2010 gezeigt und taucht jetzt wieder auf. Und das Kernproblem ist, dass wir zwar einen Euro haben, aber 19 verschiedene Staatsanleihen. Das klingt am Anfang vielleicht noch plausibel. Jeder verschuldet sich selber. Jeder macht eben, wenn der Staat Kredite aufnimmt, seine eigenen Papiere. Nicht? Dann gibt es die deutschen Bundesanleihen, die kennt ja jeder. Aber wenn Finnland sich verschuldet, dann gibt es finnische Staatsanleihen. Wenn Italien sich verschuldet, gibt es italienische Staatsanleihen. Wenn Malta Kredite aufnimmt, dann gibt es eben maltesische Staatsanleihen. Und das, was eigentlich erstmal so ganz naheliegend erscheint, so nach dem Motto, jeder ist für sich selbst verantwortlich, hat aber eine Folge, über die eigentlich in der Öffentlichkeit fast nie geredet wird, nämlich, dass die
institutionellen Investoren, wie sie so schön heißen, man nennt sie normalerweise auch Banken und Versicherungen, oder aber auch die Spekulanten, können zwischen den einzelnen Ländern immer hin und her hopsen, ohne dass sie die Währung wechseln müssen. Sie behalten immer den Euro. Und das macht Spekulationen, aber auch Panikattacken auf den Finanzmärkten unglaublich einfach. Und sowas gab es vorher, das muss man sich ganz klar machen, in der Weltgeschichte noch nie. Ein Land, wo man diese Effekte sehr schön sehen kann, ist Italien, das ja jetzt auch in der Corona-Krise eine große Rolle spielt. Die Italiener haben, diesen Teil hat wahrscheinlich schon jeder gehört, ziemlich viele Schulden. Also die italienischen Staatsschulden vor der Corona-Krise lagen bei 130 bis 135% der Wirtschaftsleistung. Und dann wurden alle Finanzanleger immer völlig panisch. So viele Schulden, Deutschland zum Vergleich, vor der Corona-Krise hatte nur noch knapp 60% der Wirtschaftsleistung an Schulden. Und dann wurde immer gedacht, oh Gott, die Italiener haben ja doppelt so viel Schulden wie Deutschland, die sind bestimmt demnächst gleich pleite. So, und was die Banken und Versicherungen nie interessiert hat, das möchte ich aber hier nochmal sagen, damit jetzt nicht ein völlig falscher Eindruck von Italien entsteht. Die Schulden, die die Italiener mitschleppen, sind alte Schulden, die sind 30 Jahre alt, die sind eigentlich in der Zeit zwischen 1990 und 1992 entstanden. Warum lasse ich hier weg? Diese alten Schulden sind immer bedient worden. Und der Punkt, der wirklich interessant ist, ist, dass die Italiener eigentlich seitdem sie im Euro sind, immer einen Primärüberschuss hatten. Das heißt, wenn man Zinsen und Tilgung wegnimmt, dann hatten sie immer ein Plus im Staatshaushalt. Die Italiener haben stärker gespart in den letzten 20 Jahren als Deutschland. Aber das hat ihnen eben nichts genutzt, sondern stattdessen haben sie sich eigentlich immer zu in die Krise gespart. Nur mal so viel zu Italien. Aber der Punkt ist eben, egal was die Italiener gemacht haben, sie waren eigentlich vorbildlich. Was die Finanzanleger nur interessiert ist, 130% Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Das Land ist bestimmt pleite demnächst. Wir entscheiden jetzt mal kollektiv. Finanzmärkte verhalten sich ja immer als Herde, nicht? Alle traben in die gleiche falsche Richtung. Wir entscheiden jetzt mal kollektiv, dass wir lieber keine Staatsanleihen mehr aus Italien kaufen. Jetzt schon gar nicht mehr in der Corona-Zeit. Man weiß ja nie, was passiert. Und in dem Moment, wo Staatsanleihen nicht mehr gekauft werden, steigen natürlich automatisch die Zinsen für die Kredite. Und hohe Zinsen bedeuten natürlich, dass ein Land die nicht lange zahlen kann und tatsächlich in die Pleite rutscht. Das heißt, das muss einem ganz klar sein, dass Finanzmärkte die Macht haben, einfach dadurch, dass sie alle gemeinsam als Herde in die falsche Richtung traben, ein Land in die Pleite zu schicken. Auch Deutschland könnte übermorgen pleite sein, wenn die Finanzanleger plötzlich auf die Idee kämen, dass Deutschland ein Pleiteland ist. Kein Land ist davor sicher, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Aber im Augenblick trifft es eben vor allen Dingen die Italiener. So, weil die Italiener das wissen, dass sie ständig Angst haben müssen, dass die Zinsen hochschießen, weil sie kein Geld mehr von den Finanzmärkten kriegen, haben sie natürlich eine enorme Angst, überhaupt Kredite aufzunehmen und gehen diese Corona-Krise nicht so an wie die Deutschen nach dem Motto, wir machen jetzt hier mal ganz hohe Staatsverschuldung, das wird schon irgendwie gut gehen. So, weil das so war, dass die Zinsen für Italien ständig stiegen, der Abstand zwischen den deutschen Zinsen und den italienischen Zinsen, der sogenannte Spread, wurde immer größer, ist dann Ende März die EZB eingestiegen. Das haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass die EZB ein neues Kaufprogramm beschlossen hat für Staatsanleihen. Und anders als früher hat die EZB ihr Mandat noch stärker ausgeweitet als bisher. Jetzt ist es so, dass sie gezielt die Anleihen von einzelnen Ländern kauft. Nicht mehr irgendwie so anteilig zur Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder im Euroraum, sondern sie kauft gezielt. Und was sie auch macht, ist, sie kauft mehr als 33% der vorhandenen Papiere. Das heißt, sie kauft einfach das, was sie kaufen will und muss, um die Zinsen zu senken. So, das hat sie, das hat auch funktioniert. Also die Zinsen für Italien sind gesunken. Aber natürlich ist die EZB, und das, jetzt komme ich zu den Corona-Bonds, ständig gezwungen, die einzelnen Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern auszugleichen, damit alle die gleiche Möglichkeit haben, durch die Corona-Krise zu kommen. Diesen ganzen Aufwand könnte man sich sparen, wenn man eben mit dem Unsinn aufhören würde, 1 Euro zu haben, aber 19 Staatsanleihen, sondern wenn man eben nur noch eine Staatsanleihe hätte,
die auf Euro lautet. Das ist genau die Idee der Corona-Bonds oder auch der Euro-Bonds, wie man sie vorher genannt hat, dass sich die Eurozone gemeinsam verschuldet. Und die Deutschen sind immer dagegen gewesen, auch jetzt wieder eigentlich dagegen gewesen, weil sie dann immer Angst haben, man müsste dann für die anderen Länder zahlen. Irgendwie sehen die Deutschen dann kommen, dass deutsches Steuergeld in Italien landet. Das ist eine völlig falsche Wahrnehmung. Bei diesen Corona-Bonds würde es nicht darum gehen, dass Deutsche für Italiener zahlen, sondern der Sinn der Corona-Bonds wäre, dass ganz Europa die gleichen niedrigen Zinsen hat. Und das ist zwingend, weil wenn man dann unterschiedliche Zinsen hat, je nachdem wie Finanzanleger glauben, dass ein Land riskant ist, verzerrt man die Wettbewerbsbedingungen natürlich. Also jetzt zum Beispiel können die Italiener nicht so viel ausgeben, um Corona zu überwinden. Vorher konnten sie, war es zum Beispiel so, dass Unternehmer, die in Italien saßen, auch wenn sie genauso profitabel waren wie deutsche Unternehmer, mussten sie höhere Zinsen zahlen, nur weil sie in Italien sitzen. Das funktioniert natürlich auf Dauer überhaupt nicht, wenn ein Währungsraum so konstruiert ist, dass es nicht die gleichen Wettbewerbschancen für alle gibt in allen Ländern, weil die Zinsen so unterschiedlich sind. Das heißt, kurz und gut, Corona ist auch nur eine Durchgangsphase. Die Eurozone wird erst funktionieren, wenn wir gemeinsame Staatsanleihen haben, gemeinsame Eurobonds. So, jetzt habe ich meine Zeit schon überzogen, aber ich würde trotzdem noch gerne kurz was dazu sagen, was dann am Ende passiert ist. Lange Zeit sah es so aus, als wäre die Corona-Bonds-Geschichte irgendwie versenkt, weil Deutschland immer gesagt hat, wollen wir nicht. Dann ist der Druck so groß geworden, dass plötzlich, als schon keiner mehr dran geglaubt hat, ja dann dieser Merkel-Macron-Vorschlag kam, über 500 Milliarden. Das hat dann die EU-Kommission unter von der Leyen noch auf 750 Milliarden gesteigert. Das alles ist noch in der Verhandlung, das gibt es bisher nicht. Was es aber in jedem Fall wäre, egal in welcher Variante das käme, es wären faktische Corona-Bonds. Nicht zum ersten Mal passiert das, wovon alle immer geredet haben, nämlich dass Europa in großem Stil gemeinsame Staatsanleihen aufnimmt. So, ich hoffe, man hat das verstanden. Bin für alle Fragen offen. Herzlichen Dank. Ja, da auch nochmal von mir. Es können im Chat oder auch im Q&A alle Fragen gestellt werden. Wir nehmen die dann zwischendurch auf. Sowohl wenn es jetzt sozusagen im ersten Teil Sachfragen gibt zu den Beiträgen. Und später haben wir aber auch noch Zeit, längere Fragen zu diskutieren, die verfasst werden. Und wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Stefan Liebig, die beschriebenen Mechanismen, die Ulrike Herrmann eben ja auch nochmal hervorgerufen hat, haben ja nicht nur sozusagen auf der finanzpolitischen Ebene für Diskussionen gesorgt, sondern man hat auch Misstrauen der Länder untereinander gespürt. Also am Beginn der Corona-Krise haben Länder wie Spanien und Italien Kritik am Verhalten Deutschlands geäußert. Und nur mit der Merkel-Macron-Initiative konnte das wieder so einigermaßen sozusagen zusammengezogen werden. Was hat von der Leyen da falsch gemacht? Wie hat die Opposition im Deutschen Bundestag dieses Handeln, was stark von Deutschland vorangetrieben wurde, eingeschätzt und kritisiert? Ja, guten Tag aus dem Deutschen Bundestag erstmal an alle. Und ich möchte mich vorab entschuldigen, wenn hier gleich so U-Boot-mäßige Sirenen erschallen, dann liegt das daran, dass wir nachher eine namentliche Abstimmung haben. Ich sollte trotzdem die ganze Zeit hier teilnehmen können, aber nicht, dass ihr euch über das Geräusch wundert. Ja, was hat Ursula von der Leyen falsch gemacht? Also ehrlich gesagt, sie alleine hat relativ wenig Macht. Sie ist abhängig davon, wie die Regierungen der Mitgliedstaaten sich entscheiden und wie die Politik machen. Und wie da die Skepsis war, hat ja eben Ulrike Herrmann, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben. Also ich möchte mal ein Zitat von Angela Merkel in Erinnerung rufen. Es wird keine Eurobonds geben, solange ich lebe. Das war eine Formulierung von Angela Merkel. Wer ihr heute im Deutschen Bundestag zugehört hat, das habe ich natürlich, der hat einen etwas anderen Eindruck mitgenommen. Nämlich ihre Rede war zu großen Teilen ein Appell an europäische Solidarität, dass eben nicht mehr jeder nur an sich denken darf, sondern dass man hier gemeinsam denken muss. Und unser Berliner Europasenator Klaus Lederer kommentierte dazu ganz treffend, dass das klang wie ein Appell an die eigene Fraktion. Also in unserer Fraktion durch unseren Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und unseren finanzpolitischen Sprecher Fabio De Masi
ist der Merkel-Macron-Vorstoß als grundsätzlich positiv beurteilt worden. Wir finden auch, dass es ein guter und richtiger Einstieg ist. Wir finden auch, dass es eine gemeinsame europäische Verantwortung geben muss. Und wir wenden uns gegen die Länder, die wir als die geizigen Vier bezeichnen, die unter Führung von Österreich, vom schwarz-grün regierten Österreich, sich gegen diese Solidarität aussprechen. Stimmt, das ist alles noch in der Verhandlung. Angela Merkel hat heute einen ehrgeizigen Zeitplan beschrieben. Aber ich finde auch, dass es ein richtiger und guter erster Schritt ist. Und wo ich schon beim Positiven bin, zur Kritik komme ich dann auch noch. Ich muss auch sagen, dass der Vorstoß von Ursula von der Leyen für einen European Green Deal so kritikwürdig er dann in der Folge ist, in einer Welt, in der Klimaleugner zu Präsidenten gewählt werden oder Menschen Klimaabkommen verlassen, dieser Vorstoß hat erst einmal ein politisches Fenster aufgestoßen. Und das ist alles andere als selbstverständlich bei einer Kommission, die von einer Präsidentin geführt wird, die ja aus der konservativen Parteienfamilie kommt. Und das ist erstmal eine Chance, die wir auch nutzen müssen. Und dann kommt natürlich die Kritik. Das Problem, was ich bei ihr sehe, ist, sie hat eine Reihe von ehrgeizigen Zielen beschrieben, die ich auch unterstütze, aber viel zu wenig Maßnahmen. Es sind bisher Ziele. Und das Ganze ist auch viel zu wenig finanzpolitisch untersetzt. Und da kommen wir zu der Frage der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union. Wer hier in Deutschland in den letzten Tagen die Zeitungen gelesen hat, hat wieder so diese typischen, unschönen, reißerischen Überschriften gelesen über Deutschland würde jetzt über 40% mehr an die EU zahlen. Das geht natürlich alles in eine völlig falsche Richtung. Martin Schirdewan, der Fraktionsvorsitzende, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der linken Fraktionen im Europäischen Parlament, hat ja vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, man sollte eigentlich die Anteile der Mitgliedstaaten verdoppeln. Also nicht mehr 1% des Bruttonationaleinkommens, sondern 2% an die EU zu zahlen. Ich finde das sehr richtig und das muss man auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in den eigenen Staaten vertreten, offensiv vertreten, weil es richtig ist, weil es am Ende auch allen nützt. Und ich finde auch den Vorstoß richtig, dass man über eigene Einnahmemöglichkeiten der Europäischen Union reden muss. Da geht das, glaube ich, wenn man das täte, dann wird dieser Green New Deal auch irgendwie untersetzt werden. Das ist bisher leider viel zu wenig der Fall und das ist natürlich auch unsere grundsätzliche Kritik. Weiterhin kritisieren wir, dass man sich auch von bestimmten Grunddogmen der Europäischen Union verabschieden muss. Das tut Ursula von der Leyen natürlich nicht. Also das Thema freier Markt, freier Handel, endloses Wachstum. Wenn man daran festhält, dann wird es keinen erfolgreichen Green New Deal oder European Green Deal, wie man ihn auch immer nennen mag, geben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und vor allen Dingen für uns als Linke ist es ein Thema, das sage ich auch aus Sicht der Bundestagsfraktion. Wir haben wie wahrscheinlich alle linken und sozialdemokratischen Parteien in Europa und auf der Welt eine durchaus herausfordernde Diskussion geführt. Also die Balance zwischen, was sind die Auswirkungen eines Umstiegs in ein neues Wirtschaften für diejenigen, die jetzt beispielsweise in der Kohle oder in der Autoindustrie arbeiten oder für diejenigen, die schon völlig die Hoffnung verloren haben und die sich im Moment erst einmal denjenigen rechten Parteien zuwenden, die eher in der Klimaleugner-Flanke unterwegs sind. Sich darum zu kümmern, und dann das grüne Thema außer Acht zu lassen, ist genauso falsch wie das Gegenteil. Und deswegen versuche ich im Moment den Begriff des Green New Deal zu übersetzen in einen Progressive New Deal, denn die Wahrnehmung ist eine sehr unterschiedliche. In den USA wird Alexandria Ocasio-Cortez dafür kritisiert, dass das alles Sozialismus sei. Wer in Deutschland Green New Deal sagt, der wird eher mit Fridays for Future assoziiert. Ich glaube, man muss beides haben. Man muss die soziale Frage adressieren, und man muss die ökologische Frage adressieren. Und da stehen wir als Linke hier im Deutschen Bundestag in Europa, glaube ich, noch am Anfang der Debatte. Aber umso engagierter müssen wir sie jetzt führen. Danke, Stefan. Laura Horn, nun ist es so, dass wir zwar, ich habe das ja vorhin beschrieben, ne, wir haben es mit der Klimakrise zu tun, die EU wurde vom Brexit und den langen Diskussionen darum gebeutelt. Auch da ging es viel um Geld. Und außerdem ist schon vor der Corona-Krise eine Rezession vorhergesagt worden. Nun ist die Orientierung in all diesen Krisenszenarien schwer.
Und mich würde deine Einschätzung dazu interessieren, welche von diesen Krisenszenarien sind wahrscheinlich und welche der auch schon von Ulrike Herrmann und auch Stefan Liebig beschriebenen Instrumente können darauf Antworten liefern oder tut es keins, tun es gar keine von denen? Ja, vielen Dank, Johanna, und vielen Dank für die Einladung. Ich werde einige von den Punkten aufgreifen, die Ulrike Herrmann und Stefan Liebig schon angesprochen haben. Und darüber hinaus dachte ich, was ich vielleicht hier leisten kann, ist auch kurz zu umreißen, wobei es eigentlich geht bei dem Aufbauprogramm, dem Next Generation EU, das die Europäische Kommission vorgestellt hat. Zuallererst mal an Ulrike Herrmann, Margarete Vestager. Einfach Margarete Vestager. Dänische Namen in der Europäischen Union sind manchmal nicht so einfach auszusprechen. Als Kontext auch, ich bin hier in Dänemark, bin also in einem der geizigen vier, bei uns heißt es die sparsamen vier, da ist die Rhetorik vielleicht ein bisschen positiver. Und hier sind die Diskurse tatsächlich auch etwas anders, auch auf der linken Seite. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend hervorzuheben. Aber wie wir im Moment sehen können, mit der Diskussion um Next Generation EU, also die nächste Generation der Europäischen Union, den Aufbau- und Resilienzfonds, der vorgeschlagen wurde, ist alles, was im Moment präsentiert wird, immer noch als Ausnahmepolitik zu werten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das einzuordnen, dass wir im Moment noch so in einem diskursiven Ausnahmezustand sind, der aber ganz klar sich abspielt vor dem Hintergrund von verträglichen Grundkonstruktionen der Europäischen Währungsunion, die auch wieder zurückkommen. Also da ist einiges im Moment jetzt außer Kraft gesetzt. Da gibt es gerade eine Klausel, die den Stabilitäts- und Währungspakt im Moment suspendiert. Der kommt auch wieder zurück. Das heißt, also alles, was jetzt gerade besprochen wird, glaube ich, muss wirklich vor diesem diskursiven Hintergrund der Ausnahmesituation sehen. Darüber hinaus, was jetzt gerade präsentiert wird, läuft auch vor dem Hintergrund der Diskussion des mehrjährigen Finanzrahmens, was anvisiert war. Also das ist immer noch geplant, die Diskussion, diese Debatten um den Haushalt der Europäischen Union letzten Endes, die dauern immer sehr lange. Der Vorschlag, der vorgestellt worden war von der Europäischen Kommission, der war sehr umstritten. Da gab es bereits Gegenvorschläge. Das heißt, da ist eigentlich jetzt, abgesehen von Corona und von dem Aufbau- und Resilienzfonds, gibt es da auch Diskussionen, die schon länger laufen. Aber um vielleicht ganz kurz zu umreißen, Ulrike Herrmann und Stefan Liebig haben ja schon angesprochen, es gibt jetzt diesen großen Aufbaufonds, der von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, der auch signifikant herübergeht über was der Macron-Merkel-Vorschlag war. Und auch das, glaube ich, sollte einfach vor dem größeren Hintergrund stehen. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe hier Daten gesehen, wo die OECD eine Vorhersage hier publiziert hat. Die gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union, also der Eurozone zumal erstmal, um 9,1% schrumpfen wird dieses Jahr. Ganz allgemein gesehen, auf Weltniveau liegt es um etwa 6%. Das heißt, die Eurozone wird stark getroffen werden. Ja? Und natürlich gibt es innerhalb der Eurozone dabei auch stark asymmetrische Gefälle. Ob jetzt Europa zum Beispiel, ob jetzt Deutschland zum Beispiel, mit einem starken Aufbauprogramm, mit einer hohen Verschuldung, da sich stark reingelehnt hat. Frankreich hingegen, also während das deutsche Aufbauprogramm, habe ich hier Zahlen gefunden, beträgt ungefähr ein Drittel des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Bei Frankreich liegt es bei ca. 13-14%, in Spanien nur bei ca. 2,2%. Das sind Gefälle, die strukturell sich auswirken auf den Wiederaufbau sozusagen. Auf der anderen Seite wächst die öffentliche Verschuldung in diesen Ländern, gerade in der südlichen Peripherie, wenn man dieses und das wird sich über einen längeren Zeitraum hinaus auf jeden Fall nicht verbessern. Jetzt kommt die Kommission Ende Mai mit ihrem Vorschlag von einem
Wiederaufbau, einen Recovery-Plan, der Next Generation EU genannt wird. Die Kommission ist da immer sehr gut, sich diskursiv in die Zukunft zu orientieren. Und dieser Recovery-Plan wird geknüpft an den mehrjährigen Finanzrahmen, also den Haushalt der Europäischen Union. Eine Sache, die sogar auch mich hin und wieder verwirrt, ist, dass da ungeheure Zahlen rumgeworfen werden. Also der Haushalt liegt bei etwa 1,1 Billionen Euro. Aufbauplan, der gerade vorgeschlagen wurde, liegt bei 750 Milliarden Euro. Dazu kommt der erste Aufbaufonds, der relativ schnell Ende März schon dahingestellt wurde, bei 540 Milliarden Euro. Und alle diese verschiedenen Geldinstrumente sind auch noch gestaffelt, haben wieder andere Unterinstrumente. Was ich jetzt gerne kurz machen würde, wir können gerne das später auch nochmal in der Q&A durchgehen, einfach diese Zahlen mal aufdröseln, ne? Damit wir so ein bisschen wissen, wo wir sind. Also, wie gesagt, der erste Aufbaufonds liegt bei etwa 540 Milliarden Euro. Davon gehen etwa 100 Milliarden an die Kurzarbeit, Programme, um die Kurzarbeit zu fördern. Das sogenannte SURE-Projekt. Dazu kommen 240 Milliarden für kurzzeitige Kredite, die vergeben werden an zum Beispiel mittelständische Unternehmen. Ein großer Teil davon funktioniert aber bei Hebelwirkung. Das bedeutet also, dass die Kommission nicht dieses Geld gibt, sondern dass es über private Investoren finanziert werden soll. Wir geben euch ein bisschen und die Hebelwirkung bewirkt dann, dass diese großen Gelder freigesetzt werden. Der große Kontext hier dann als nächstes ist eben die 1,1 Billionen des Euro-Budget. Und darin enthalten oder dazu kommen noch die Next Generation EU-Gelder, die aber Teil des Budgets dann werden. Und das ist hier wichtig. Das heißt, für den Next Generation EU-Fonds sind 750 Milliarden Euro vorgesehen. Und wie gesagt, wie Ulrike Herrmann schon gesagt hat, das sind alles nur Pläne. Das wird jetzt über die nächsten Wochen besprochen werden und da kommen dann auch wieder die geizigen vier rein. Von diesen 750 Milliarden Euro sind 560 Milliarden Euro Teil des europäischen Aufbau- und Resilienzfonds. Resilienz hier ist ein diskursiv besetzter Begriff, der auch noch weiter besprochen werden sollte. Können wir vielleicht in den Q&As auch weitermachen. Diese 560 Milliarden, wie genau die verteilt werden, was die Ziele sind, das ist noch nicht so ganz klar. Aber wichtig ist, sie sind Teil des Haushaltes und da gelten bestimmte Regeln. Diese Regeln werden geprägt vom europäischen Semester. Und das europäische Semester sieht vor, dass jedes Mitgliedsland jedes Jahr einen Report schickt sozusagen und kriegt dann von der Europäischen Kommission länderspezifische Empfehlungen. Wo die Kommission sagt, ja, also ihr könntet zum Beispiel jetzt euren Arbeitsmarkt etwas deregulieren oder ihr könntet zum Beispiel euer Gesundheitswesen privatisieren. Zusätzlich zu den 560 Milliarden gibt es noch andere Geldinstrumente, kleinere Geldinstrumente, die zum Beispiel für Kohäsionsprogramme gehen. Der Topf für die gerechte Umstellung wird aufgestockt als Teil des Green Deal. Wichtig aber ist, dass von den 560 Milliarden, und das ist da, wo die Corona-Bonds, die Ulrike Herrmann angesprochen hat, das ist da, wo die liegen. Davon sind 310 Milliarden, also der größere Teil, sind Zuschüsse, werden verteilt. 250 Milliarden davon sind aber nur Kredite. Ja? Also eigentlich die Corona-Bonds sind nicht diese breit angelegten, geteilten Anleihen, die Corona-Bonds ursprünglich gedacht wurden. Die Kommission baut damit ihre Kompetenzen aus, weil die Kommission gerne hätte, dass die Finanzierung dieser Extra-Ausgaben zum Teil über gesteigerte Eigeneinnahmen der Europäischen Union geht. Und die werden wiederum von der Kommission verwaltet. Es gibt jede Menge Fragen dazu. Wie gesagt, dieses Proposal wurde jetzt neulich erst publiziert. Fragen zur Berechnung, wie werden diese Zuschüsse verteilt? Welche Länder kriegen die? Da gibt es einiges an Ungleichheiten. Wie lange laufen diese Kredite? Wann werden die getilgt? Wie sollen die getilgt werden? Was wichtig ist zu sagen, diese Kredite, die sind einmalig.
Also es ist nicht vorgesehen, dass die wieder umgerollt werden und neue Kredite aufgenommen werden. Das heißt, die Länder, die diese Kredite empfangen, müssen die wahrscheinlich ab dem Jahr 2028 abzahlen. Die Laufzeit ist 30 Jahre ab dem Jahr 2028. Da stellt sich natürlich die Frage, wie soll das geschehen, wenn sich die asymmetrische Ungleichheit innerhalb der Eurozone zum Beispiel weiter verstärkt. Um jetzt vielleicht noch als Abschluss zu meinen 7 Minuten, die ich hier gerade schamlos ausnutze, vielleicht auf die geizigen 4 zurückzukommen, um einfach nochmal kurz zu umreißen, wie sich diese Opposition zu dem Vorschlag der gemeinsamen Anleihen eigentlich konstituiert. Die sparsamen 4, die geizigen 4, werden als Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden normalerweise zusammengefasst innerhalb der Eurozone, innerhalb der Europäischen Union, der Eurozone. Wobei Dänemark und Schweden kein Teil der Eurozone sind und dadurch konstituiert sich auch ein Teil der Opposition. Dänemark ist nur Teil des Wechselkursmechanismus und hat den Euro nicht. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden lehnt die Linke, hat die Linke eine durchaus mehr euroskeptische Position. In Dänemark sind die Diskussionen, zum Beispiel gehen die darüber, Dänemark hat einen Anteil von 2,2% des Finanzrahmens, was ungefähr doppelt so viel ist wie Ungarn. Dabei hat Ungarn ein paar mehr Einwohner. Und da stellt sich die Frage der europäischen Solidarität, also für die Linke. Eine der Probleme ist auch die Frage nach landwirtschaftlichen Zuschüssen. Sowohl was die tatsächlichen Zuschüsse angeht, als auch was die ökologische Variante davon betrifft, weil der European Green Deal unter anderem Zuschüsse für konventionelle Landwirtschaft tatsächlich auch mit in den Deal reinnimmt. Inzwischen hat die dänische Regierung auch innenpolitisch ein Verhandlungsmandat bekommen, mit dem sie sich nicht gegen den Vorschlag stellen wird, sondern versuchen wird auszuhandeln, dass zum Beispiel die Balance zwischen dem Zuschusselement und dem Kreditelement weiterverhandelt werden soll. Wie gesagt, auch die schwedische Linke sagt, das ist was für die Eurozone, da halten wir uns raus. Warum sollten wir was bezahlen, was eigentlich letzten Endes eine Eurozonen-Diskussion ist? Für jemand, der auch ein bisschen Auge auf die deutsche Linke hat, ist es ganz spannend, die Unterschiede zu sehen, weil sich die dänischen und die schwedischen Linken wesentlich stärker positionieren können als die deutsche Linke, die ja doch immer noch schwankt mit der Europafrage. Es gibt hier also jede Menge verschiedene Krisenöffnungen, die vorprogrammiert sind, vor allen Dingen eben die Vertiefung der Asymmetrie in der Eurozone. Die Frage nach den politischen Kontrollmechanismen, wollen wir eine stärkere Europäische Kommission? Was ist das, worauf es hinausläuft? Wie ist die demokratisch legitimisiert? Die Frage nach der Führungskraft von van der Leyen ist auch eine interessante. Ich belasse es mal hier damit und bin sicher, wir haben da noch andere Diskussionen. Ja, danke. Ich würde jetzt gleich mal aus dem Q&A sozusagen für diese erste Runde 2 Fragen von Caroline Müller aufnehmen wollen, bevor wir dann nochmal vertieft später zu der ganzen Frage Green New Deal und dann auch zu den im Chat gestellten Fragen, die sich im weitesten Sinne auf die Frage der Notwendigkeit eines Wachstums beziehen, kommen werden. Die Fragen, die hier formuliert worden sind, ist einmal noch, ist der Merkel-Macron-Deal wirklich einer von Corona bzw. Eurobonds oder gibt es auch noch andere Haftungen? Und hat sozusagen dieser Vorschlag etwas mit den veränderten Handlungsspielräumen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu tun? Und eine zweite Frage, die an die anschließt, ist die Frage zwischen der jetzigen Ausnahmesituation, dass alle in der Corona-Situation unter Handlungsdruck sind, und der Normalsituation. Gab es in der europäischen Geld- und Finanzmarktpolitik jemals wieder etwas wie ein Zurück in einen Normalzustand oder nicht vielmehr einen verstetigten normalisierten Ausnahmezustand, den dann auch die Politiker gespiegelt haben? Ich denke, sowohl Ulrike als auch Laura, ihr könntet dazu was sagen und ich würde euch beiden das Wort geben, wenn du auch möchtest, Stefan, dann auch gerne, bevor wir dann in die nächste Runde einsteigen. Ulrike zuerst.
kann ich, also kann man kurz machen. Die eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, ist jetzt der vorgeschlagene Macron-Merkel-Deal, sind das echte Corona-Bonds oder das, was dann auch von der Leyen daraus gemacht hat? Also es sind natürlich nicht so die Corona-Bonds oder Euro-Bonds, wie man sie sich am Anfang vorgestellt hat. Aber das ist vielleicht kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil dadurch, dass es jetzt an den EU-Haushalt angedockt ist, läuft es ja über das EU-Parlament. Und bei normalen oder so wie Euro-Bonds oder Corona-Bonds, so wie man sich das an sich am Anfang vorgestellt hat, hätte dann der Deutsche Bundestag immer zustimmen müssen und andere Länderparlamente wahrscheinlich auch. Das hätte alles ewig gedauert. Insofern ist das wahrscheinlich jetzt sogar der bessere Weg. Dann die Frage mit dem Bundesverfassungsgericht ganz generell. Also ich glaube, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sich ja nicht auf jetzt die Corona-Hilfen bezieht, sondern ja noch auf die Zeit ab 2015, also es waren alte Programme, dass dieses Urteil für das Bundesverfassungsgericht komplett nach hinten losgegangen ist. Ich will da jetzt nicht in die Tiefen dieses Urteils gehen, aber die Begründung war derartig dämlich. Also die Verfassungsrichter haben einfach klargemacht, dass sie überhaupt nicht verstehen, wie Geldpolitik funktioniert. Das war richtig peinlich, sowohl für das Bundesverfassungsgericht wie für Deutschland, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt, glaube ich, künftig komplett aus dem Spiel ist, wenn es um die Frage der EZB geht. Und Lagarde als EZB-Chefin war ja auch absolut undiplomatisch und zu Recht, ne? Aber die hat einfach ganz klar gesagt, für uns als europäische Institution ist nur der EuGH zuständig, Ende der Durchsage. Und was sich die Deutschen jetzt da vorstellen, und also irgendwelche Verfassungsrichter, ist für uns gar nicht maßgeblich. So, und jetzt ist sozusagen die einzige eher diplomatisch heikle, etwas peinliche Aufgabe für den Bundestag, jetzt irgendwie zu gucken, dass man da heil aus diesem Verfassungsgerichtsurteil rauskommt. Aber an den Realitäten in der Eurozone wird das Bundesverfassungsgericht ganz bestimmt nichts mehr verändern. Das liegt natürlich auch daran, dass es ja platterweise so ist, dass kein Land ein so großes Interesse an der Eurozone und auch an der EU hat wie Deutschland. Denn wir sind ja eine Exportnation und die EU und die Eurozone sind unsere wichtigsten Kunden. Damit würde ich aber auch gerne noch mal ganz kurz zu Dänemark kommen und zu den geizigen Vier, weil das Interessante ist ja, dass alle außer Österreich extreme Exportüberschüsse haben. Also zum Beispiel die Niederländer haben prozentual zur Wirtschaftsleistung noch viel höhere Exportüberschüsse als Deutschland. Und das geht irgendwie nicht, dass man immer denkt, man kann exportieren, ohne zu importieren, weil Exportüberschüsse rein logisch bedeuten, dass irgendjemand anders Schulden macht. Und dann hinterher zu sagen, ja komisch, die haben ja alle Schulden, ne? Während man selbst von diesen Schulden lebt, das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja auch das Argument, mit dem die Italiener und die Spanier da massiv auftreten. Wobei, das ist noch der Witz, das sollte man vielleicht auch nochmal betonen, auch Italien hat Exportüberschüsse. Nicht? Also in Deutschland denkt man ja immer, Gott, was für ein Land, aber das ist alles völliger Unsinn. Aber wie gesagt, jedenfalls die Dänen mit ihren hohen Exportüberschüssen sitzen da sozusagen schon mal in der Falle. Und das wundert mich jetzt gar nicht, dass die Verhandlungen jetzt, wie Frau Horn das ja auch dargestellt hat, inzwischen auch in Dänemark eine andere Richtung einnehmen, nämlich nicht mehr zu sagen, also gut, das machen wir auf gar keinen Fall mit, sondern jetzt zu gucken, was man für sich rausholt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur darum geht, also bei den geizigen Vier und auch anderen Osteuropa sind die auch berühmt und berüchtigt und haben sich auch schon getroffen, dass man nicht nur versucht, jetzt irgendwie den Anteil der Kredite zu erhöhen und den Teil der Zuschüsse zu senken, sondern vor allen Dingen, dass man versucht, aus dem eigentlich regulären EU-Haushalt von 1,1 Billionen möglichst viel für sich abzuzweigen. So nach dem Motto, okay, dieses Sonderprogramm, da machen wir irgendwie mit, aber dafür müssen wir dann in den regulären Teilen ganz viel kriegen. So, also man wird versuchen, bei diesen die ganzen Länder werden versuchen, hintenrum ihren Nettoanteil möglichst weit nach gen Null zu senken. Nicht? Am besten so, dass es nicht auffällt. Und mein Tipp wäre, dass Deutschland da im großen Teil mitmacht. Und dann eben am Ende dann doch ein relevanter Nettozahler bleibt und ist, einfach weil wir ja mit diesen Exportüberschüssen uns total unbeliebt gemacht haben und zwar völlig zu Recht. Laura, möchtest du da noch was ergänzen? Ja, danke.
Zum Punkt nach der Normalsituation, was eine unglaublich wichtige Frage ist. Können wir wieder zurückkommen zu einer Normalsituation? Gibt es eine Normalsituation in der Europäischen Union? Gibt es eine Normalsituation in der Eurozone, in der Währungsunion? Und die einfache Antwort dazu ist nein, natürlich nicht. Es gab nie eine Normalsituation. Das war immer ein politisches Konstrukt, was nicht funktionieren kann. Punkt. Dass jetzt da eine Ausnahmesituation diskursiv und politisch konstruiert wird, zum Teil eben auch aus Corona, also über Corona wurde ja schon an anderen Stellen gesprochen hier, zeigt dahin, dass da versucht wird, die bestehende Konstruktion zu retten, dadurch, dass man sie etwas ändert, etwas anpasst, dass man versucht, die bestehenden Widersprüche so ein bisschen überzukitten und dann aber doch in die gleiche breite Richtung zu rennen, sozusagen. Was Ulrike Herrmann gerade angesprochen hat, diese Exportorientierung von einigen der europäischen Mitgliedstaaten ist da ganz wichtig und wird noch wichtiger werden, weil sich ja gerade einiges im Weltmarkt tut. Da brechen Lieferketten zusammen, da brechen Auftragssituationen zusammen. Geopolitisch läuft da einiges, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, der Binnenmarkt wird da eine neue Relevanz annehmen. Da gibt es Verteilungsfragen. Die dänische Position dazu, man versteht die Dänen manchmal nicht. Also deren Exportschlager sind Bacon und Sperma, so in etwa. Kleines, offenes Land, das versucht sich über die Green Technologies herauszuarbeiten, aber sich gleichzeitig weigert, dann auf europäischer Ebene zu machen, weil es nicht weit genug geht, weil die Investitionen lieber im eigenen Land bleiben sollen. Es macht alles nicht so Sinn, wenn man es mal von einer europäischen Perspektive sieht. Und gleichzeitig sieht man, dass die strukturellen Widersprüche, die strukturellen Probleme in der Finanzpolitik, also in der Finanzmarktpolitik, nicht gelöst werden, weil die Euro-Architektur ist, was sie ist. Die Verträge sind, was sie sind. Da, wie gesagt, gibt es im Moment Ausweichklauseln, die aus Kraft gesetzt wurden, also die im Moment gelten. Aber das kommt ja alles wieder zurück. Das heißt, auf lange Sicht kommen wir nicht in eine Normalsituation, weil die gab es eigentlich noch nie. Falls Johanna gerade sagen wollte, ob ich noch eine Bemerkung habe, ich kann Gedanken lesen. Zwei kurze Anmerkungen. Das eine, also aus dem Bundestag bestätigen zu Ulrike Herrmann, die Debatten hier im Finanzausschuss zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren ziemlich lustig. Außer der AfD und dem europafeindlichen Teil der FDP fand es niemand gut. Und die Bundesregierung hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie großen Respekt vor diesem Urteil hat, weil was soll sie auch sonst sagen? Und im Kern geht es jetzt darum, eine Interpretation zu finden, die eigentlich am faktischen Handeln nichts ändert. Das dürfen die so zwar nicht sagen, weil das Bundesverfassungsgericht der Europäischen Zentralbank und der EU nichts zu sagen hat, wohl aber der Bundesregierung und dem Bundestag. Und da müssen sie jetzt irgendwie rauskommen. Aber die inhaltliche Einschätzung von Ulrike Herrmann teile ich. Und zu der Frage des Krisenmodus, das war auch ganz nett. Heute hat die Bundeskanzlerin in ihrer Rede das nochmal aufgezählt und gesagt, dass in der Zeit, seit sie zuständig ist in der EU, das losging mit der Ablehnung, da war Deutschland das letzte Mal auch in der Ratspräsidentschaft, mit der Ablehnung der EU-Verfassung, dann die Finanzkrise, dann Brexit, dann Corona. Das heißt, ja, die EU ist von einem Krisenmodus in den nächsten gestolpert, was mich persönlich zu der Schlussfolgerung führt, dass wir tatsächlich über eine andere Europäische Union, und zwar eine stärker vertiefte Europäische Union, reden müssen. Das ist auch bei uns in der Partei ein strittiges Thema. Das konnte man beim
Wahlprogrammparteitag zu den letzten Europawahlen sehen. Da gibt es bei uns auch so beide Richtungen. Also das, was Laura eben mit den dänischen Linken angesprochen hat und den schwedischen, das kenne ich sehr gut. Ich bin mit denen auch im Gespräch. Und bei uns gibt es einen Flügel, der ist mehr so bei denen und einen anderen Flügel, der würde mehr in eine europäische Richtung gehen. Ja, und da müssen wir sehen, wie die Debatten bei uns weitergehen. Gut, danke. Entschuldigung, ich hatte hier ein kleines technisches Problem mit meiner Stummschaltung, aber Stefan, du kannst es ja im Zweifelsfall auch ohne mich. Ich würde vorschlagen, dass wir noch einmal ganz kurz, bevor wir dann wirklich zum Green New Deal kommen und dann auch die eine Frage im Chat auf jeden Fall berücksichtigen, noch einmal, Laura, wenn du möchtest, noch mal diese Frage der Resilienzfonds. Habe ich mir notiert, aufgreifen, was hat es damit auf sich und wie verhalten die sich dazu? Der Resilienzfonds. Der Resilienzfonds, wie gesagt, auf einer Höhe von 560 Milliarden Euro, 310 Milliarden davon Zuschüsse, 250 Milliarden davon Kredite. Ne? Kredite kommen mit Konditionen, Zuschüsse werden nach einem Schlüssel verteilt. Über diesen Schlüssel gibt es gerade große Diskussionen, weil so wie die Berechnungen im Moment liegen, sieht es so aus, als würde Polen zum Beispiel einen großen Anteil davon kriegen. Dabei ist war Polen von den Corona-Konsequenzen nicht so betroffen wie zum Beispiel andere europäische Mitgliedsländer. Jetzt gibt es hier Fragen zur Resilienz. Was ist Resilienz? Also Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Welche Aufgaben, welche Objektive sollen damit verfolgt werden? Ist das, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken? Geht es dabei darum, Innovationen zu betreiben? Geht es dabei darum, grüne Innovationen zu betreiben? Also welche Objektive steuern, wie diese Zuschüsse vertrieben werden? Das ist keine leichte Frage, zumal einiges davon auch überlappt mit den bestehenden Kohäsions. Die Europäische Kommission, die EU hat seit vielen, vielen Jahrzehnten Struktur- und Kohäsionsfonds. Das sind diese kleinen Plaketten, die man zum Beispiel bei vielen Gebäuden findet oder bei infrastrukturellen Projekten. Bei den Struktur- und Kohäsionsfonds, wie man auf Deutsch sagt, ist die demokratische Mitsprache durch zum Beispiel soziale Partner, durch Gemeinden, durch regionale Gremien ganz anders gelagert als bei diesen neuen aufbauenden Resilienzfonds. Jetzt, wo da letzten Endes im Moment, so wie es aussieht, top-down von der Kommission entschieden wird. Da stellt sich also auch die Frage nach der demokratischen Steuerung, nach der demokratischen Teilhabe. Und eben die Frage, wie sich das langfristig dann eben auswirkt, wenn da immer wieder durch das europäische Semester nachgefragt wird, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Hört sich gut an, hier sind länderspezifische Empfehlungen, die durch das europäische Semester immer wieder ausgesprochen werden. Naja, ihr könntet ja zum Beispiel, um die Wettbewerbsfähigkeit jetzt in eurem Land zu steigern, könntet ihr eben zum Beispiel bestimmte Deregulierungsprogramme vornehmen. Ihr könntet schauen, dass die Pensionen runtergesetzt werden, weil es muss ja schon wettbewerbsfähig sein. Und dabei steht eben jetzt gerade auch im Spiel im Moment eben die Veränderung. Wir brauchen die Exportüberschüsse. Geopolitisch entwickelt sich der Weltmarkt hin in eine Richtung, die für Europa und die Europäische Union vielleicht nicht von Vorteil ist. Wir müssen sehen, welche Investoren kommen, unsere Häfen kaufen, unsere Anlagen kaufen. Also da wird diskursiv aufgebaut, dass dieser Recovery Fonds letzten Endes eine industriepolitische Verlängerung von bestehenden Diskursen wird. Und das ist natürlich ein Problem, weil genau diese sind ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Gut, danke. Wir haben jetzt ja schon mehrmals das angerissen. Stefan, du hast das auch schon mal eingeführt. Spätestens seit der Ankündigung von der Leyen auf der europäischen Ebene das Konzept des Green New Deal anwenden zu wollen, ist
Das ist dieser Begriff jetzt auch auf dem Kontinent angekommen. Im angloamerikanischen Bereich wird das länger schon diskutiert. Bernie Sanders und AOC haben das im US-amerikanischen Wahlkampf jetzt eingeführt, auch ein bisschen genauer definiert. In Großbritannien im Wahlkampf letztes Jahr im Herbst hat die Labour-Partei die Diskussion um einen Green New Deal als Antwort auf Klima- und Umweltpolitik, aber auch die grundsätzlichen Probleme der Wirtschaftspolitik formuliert. Nun ist das auch ein ganz schönes Dickicht von Ansätzen. Die reichen von ganz pragmatischen Vorschlägen zu Investitionen für erneuerbare Energien an bestimmten Standorten bis zu sehr großen Eingriffen in die Finanzmarktpolitik, die nötig wären, um tatsächlich die Konzepte zu entwickeln. Denn alles, was wir eben gehört haben, zeigt ja auch, es nützt nichts, wenn ein kleines Land, Dänemark, Deutschland oder auch Großbritannien, auch wenn sie unterschiedlich groß sind, mit so einem Konzept ansetzt. Vielleicht magst du, Stefan, noch mal ein bisschen tiefer umreißen. Du hast es auch schon gesagt, was ist ein progressiver oder es wird auch transformativer Green New Deal genannt. Was wäre da für dich dran? Und wie steht das im Verhältnis zu dem, was jetzt von der Leyen da so ein bisschen vorgeschlagen hat? Ich denke, gemeinsam ist allen verschiedenen New Deals oder wie immer sie auch heißen, eine Akzeptanz eines Faktes, der vom IPCC, der Vereinten Nationen, 2018 ausgesprochen wurde, nämlich, dass wir bis 2030 unsere CO2-Emissionen halbieren müssen, bis 2050 auf Null bringen, weil wir, um es mal dramatisch zu formulieren, sonst alle sterben. So. Das ist eine Weile ignoriert worden, hat man beiseite geschoben. So, und am Anfang hat man gesagt, es sind ein paar Ökospinner, die das wollen. Aber das ist inzwischen auch bis auf wenige Leugner dessen, die leider auch in wichtigen Ämtern auf der Welt sind, das ist angekommen. Das ist gemeinsam, das muss man anpacken und das hat auch Konsequenzen. Aber dann gibt es eben auch Unterschiede. Jeremy Corbyn hat seinen Green New Deal, ich glaube, er hat es genannt, European Industrial Revolution, die Green Industrial Revolution. Und damit hat er einen wichtigen Punkt gemacht, nämlich darauf hinzuweisen, dass das auch etwas für die bisherigen Industrien und auch die Menschen, die dort arbeiten, bedeutet. Und wenn Alexandria Ocasio-Cortez in den Debatten in den USA ist, da ist es wirklich abenteuerlich. Das Ganze wird als ein versponnener Sozialismus, der auch noch zu allem Übel den Menschen die Hamburger wegnimmt, diffamiert. Aber sie hat etwas sehr Gutes und sehr Richtiges gemacht, weil bei ihr in der Resolution, die sie eingebracht hat, ganz klar ist, es gibt zwei Seiten. Das eine ist der Umstieg unserer Wirtschaft. Und das andere ist, und das ist genauso wichtig, und das fehlt mir eben in diesem European Green Deal, dass klar sein muss, es gibt ein Versprechen für die Menschen, dass sie gesichert werden. Also bei Alexandria Ocasio-Cortez ist völlig klar, es muss eine Krankenversicherung für alle geben, es muss einen Lohn geben, von dem die Menschen leben können. Und dieses New Deal knüpft ja an dem New Deal von Roosevelt an dem man viel kritisieren kann, dass die Indigenen nicht einbezogen wurden, dass die Schwarzen nicht einbezogen wurden oder sogar mit Absicht draußen gelassen wurden. Aber das hatte eben genau dieses Versprechen, dass es auch eine Absicherung bedeutete für die Menschen. Das heißt, solange wir den Leuten nicht gleichzeitig Hoffnung geben, sagen sich ganz viele, naja, ich werde es vielleicht noch überleben und deswegen wende ich mich lieber denen zu, die das ganze Problem wegleugnen. Und das hat die Europäische Union aus meiner Sicht versäumt. Und was sie eben auch versäumt hat, die Europäische Union ist ja verantwortlich für die Handelspolitik aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wer weiter festhält an einer Politik, die Freihandelsverträge abschließt zu Lasten der Schwächeren, die afrikanischen Staaten nach wie vor mehr Probleme machen, als ihnen zu helfen, der wird nicht zu einer Veränderung kommen, die wir brauchen. Und das deswegen, ich sage mal, ich habe es ja vorhin positiv beschrieben, das Ziel ist richtig, aber es fehlt die Finanzierung, es fehlt die Maßnahmen und es fehlt die grundsätzliche Einsicht, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Und da haben wir als Linke in der deutschen Debatte einen Job. Also unsere Freundinnen und Freunde von den Grünen, die haben natürlich schon deutlich früher und deutlich lauter über das Thema CO2-Emissionen geredet. Aber wir haben die Verantwortung, eben das Rote an dem Green New Deal, und deswegen sage ich Progressive New Deal, in die Debatte zu bringen. Und zusammen kann daraus was werden. Da sind wir noch nicht, da müssen wir auch deutlich zulegen. Aber das ist eben die gute Nachricht, das hat begonnen, auch bei uns in der Fraktion. Ich
Es gibt noch eine Frage im Chat. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. An dich, Stefan, von Felix Mönke. Ich kann nicht alles sehen, also auf jeden Fall von Felix. Und der bezieht sich nochmal auf die Frage, ob ein Green New Deal denn zwingend mit einer Postwachstumsstrategie verbunden sein könnte. Darüber wird ja auch viel diskutiert, ne? Dass einige sagen, ja, wir werden uns jetzt nach Corona darüber im Klaren sein müssen, dass sich die europäischen Volkswirtschaften alle auf einem niedrigeren Niveau einpendeln müssen, weil sowohl wirtschaftspolitisch als auch in Bezug auf die Ressourcennutzung endloses Wachstum nicht möglich ist. Und die Frage, die Felix stellt, ist aber, ob das zwingend so sein muss oder ob es nicht genauso gut sein kann, dass über ökologische Technologien und ressourcenschonende Dienstleistungen mit einem Wachstum ein Green New Deal umgesetzt werden kann. Könntest du kurz zu äußern, und da ich euch beide anderen eh gleich noch zum Green New Deal befrage, könnt ihr ja auch überlegen, ob ihr dazu noch was beitragen wollt. Ja, ich habe die Frage von Felix Mönkemeyer gesehen und ich will es mal kurz machen. Ich glaube, die Wenke tippt hier die ganze Zeit gute Leseempfehlungen rein. Und ich würde da als Leseempfehlung einen Text der fantastischen Rosa-Luxemburg-Stiftung, Kein Wachstum ist auch eine Lösung, beziehungsweise keine Lösung, das K ist da eingeklammert, der sich all diesen Fragen auf eine sehr verständliche Art und Weise widmet. Und ich sage mal meine Meinung. Du, Johanna, hast mir in Vorbereitung dieser Veranstaltung zwei Buchtipps gegeben und die waren sehr gut. Ich habe die Bücher geradezu verschlungen, also das Buch von Naomi Klein über den Green New Deal und insbesondere das Buch von Anne Pettifor über den Green New Deal fand ich sehr erhellend, weil sie nochmal auf die Rolle der deregulierten und entfesselten Finanzinstitutionen hingewiesen hat und wie die erst zu Wachstumstreibern in einem negativ-kapitalistischen Sinne geworden sind. Und das fand ich tatsächlich sehr überzeugend. Und mein Tipp wäre, statt das jetzt alles hier zu referieren, wer sich dafür interessiert, die Kurzversion ist das RLS-Papier. Und die beiden Bücher kann ich noch oben drauf empfehlen, wenn man entsprechend Zeit und Lust darauf hat. Das ist die richtige Überleitung für Laura. Das Anne Pettifor nimmt das ja wirklich ziemlich auseinander, geht da auch nochmal weit zurück und zeigt, wie das eigentlich entstanden ist mit diesem schwerwiegenden Begriff des Neoliberalismus, den wir alle immer so gern bemühen und dennoch ganz lange nicht wussten, wo er herkommt. Ich kann da noch ein drittes Buch zur Leseliste für die Sommerferien hinzufügen, und das ist das Buch Die Globalisten von Quinn Slobodien, letztes Jahr erschienen im Surkamp Verlag. Wir dürfen es hier präsentieren. Danach war ich wirklich ein bisschen schlauer, wie das eigentlich funktioniert hat, das umzusetzen. Jetzt ist die Frage, Laura, wir haben es mit diesem entfesselten Finanzmarkt zu tun. Und was müsste jetzt passieren auf dieser internationalen Ebene? Denn wir wollen ja, wir streben ja keine allein nationalstaatlichen Lösungen an, um so einen Green New Deal umsetzen zu können als eine Reaktion auf die Krise oder formulieren zu können auch nur. Ja, gute Frage, strategische Frage. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir müssen versuchen, nationalstaatlich aktiver zu werden, gerade um auch bestehende Sozialsysteme zu sichern. Und da bilden sich dann vielleicht auch gewisse Widersprüche hinaus, wenn es dann um die Klimapolitik, um die Wachstumspolitik geht. Was ich gerne machen würde, ist deine Frage nehmen und so ein bisschen in den Corona-Kontext zu setzen, weil die Diskussionen über die entfesselten Finanzmärkte gibt es natürlich schon seit einiger Zeit, so etwa seit dem Ende der 90er Jahre. Da haben sich auch einige Netzwerke und soziale Bewegungen schon intensiv mit auseinandergesetzt. Wir sind natürlich auch durch die Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007, 2008 dadurch auch geprägt worden, wie wir Finanzmärkte sehen, wie wir Möglichkeiten zur Regulierung von Finanzmärkten sehen. Was ganz interessant ist, ist, dass diese Krise anders ist jetzt. In den letzten Monaten, es gab keine G7, G20-Treffen, die sich damit auseinandergesetzt hätten, wie können wir international zusammenarbeiten, um die Finanz- und Wirtschaftskonsequenzen von Corona zusammen anzugehen. Welche Rolle spielt Regulierung dabei? Das gab es alles nicht. Es gab kein Treffen des Basel-Komitees. Es war letzten Endes jedes Land, jedes Wirtschaftsgebiet für sich.
Und das wird sich, denke ich mal, auch noch weiter so entwickeln, weil sich auch im breiteren historischen Rahmen gerade einiges vollzieht. Diese Brüche, die wir in der starken liberalen Ideologie sehen, die Bruchstellen in der Finanzregulierung, die sich trotz der Krise 2007, 2008 nicht so dahingehend entwickelt hätte, dass die Finanzmärkte wirklich wieder angekettet oder gefesselt worden wären. Das heißt, da sind auch breitere Linien, die sich jetzt weiter vollziehen. Das muss man einfach sehen, dass da Grenzen sind, was man, wie man den Green New Deal in so einen Finanzrahmen reinschreiben könnte und wie man da Regulierungen auf internationaler, globaler Ebene entwickeln könnte. Was sich allerdings gezeigt hat in der Krise, und das ist eigentlich ganz spannend und das öffnet auch wieder, ist, dass es tatsächlich doch vor allen Dingen an politischem Willen. Das ist der politische Wille, der Sachen möglich macht. Wir haben gesehen, es gibt eben die State Aid, die Wettbewerbsregeln der Europäischen Union wurden aufgeweicht. Plötzlich geht einiges, was vorher nicht ging. Es wird wieder gesprochen um Steuervorschläge, die vorher einfach vom Tisch gewischt wurden, die sind wieder hochgekommen. Einiges, was progressive Akteure gefordert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten von der Europäischen Union, ist jetzt wieder auf dem Tisch. Die progressiven Steuerpositionen, die digitale Steuer, die Common Consolidated Corporate Tax Base, weiß jetzt nicht, wie heißt, die Finanztransaktionssteuer. Allerdings stellt sich da natürlich die Frage, wie lange hält diese offene Phase an? Wann kommen die Interessen wieder zurück und dieses Fenster, wo man alles noch besprechen kann, schließt sich wieder. Inwiefern wird es international Bestrebungen geben, um über den bestehenden Rahmen von Finanzregulierung hinauszugehen? Interessantes Beispiel dazu, über Basel III wurden die Capital Requirements, Kapitalanforderungen, etwas aufgeweicht. Nach der letzten Finanzkrise wurden die Kapitalanforderungen an Banken verstärkt, also das Eigenkapital, etwas simpliziert gesagt, das Eigenkapital, das gehalten werden muss, das wurde gerade heruntergesetzt, temporär natürlich. Aber irgendwann kommt Basel III wieder zurück. Wie soll das reguliert werden? Wer soll da das Monitoring machen? Es gibt auch gerade interessante Diskussionen über, und da kommt Dänemark wieder rein, weil Dänemark kann auch progressiv sein, über die Machtverhältnisse zwischen Staat und Unternehmen. Insbesondere, wenn wir auf die Diskussion kommen über Kapitalausschüttung und Dividenden. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, was jetzt in Deutschland das Resultat war von den Diskussionen in Dänemark. Gab es hier Diskussionen über die Unternehmensführung, also ist letzten Endes eine Frage der Corporate Governance. Wenn Länder Hilfe erhalten von Regierungen und aber gleichzeitig Kapital ausschütten an Shareholder, ist das in Ordnung? Geht sowas? Dänemark hat dadurch durch diese Diskussion eben beschlossen, dass Unternehmen, die mehr als etwa 8 Millionen Euro an staatlichen Hilfen und Ausgleichszahlungen erhalten, in diesem und im nächsten Jahr keine Dividenden ausschütten können. Dürfen die nicht. Ne? Es dürfen auch keine Aktien zurückgekauft werden. Nun ist dieser Aktienzurückkauf noch nicht so ein riesen europäisches Problem. Das ist eher was US-amerikanisch gemacht wird, da aber massiv. Und gerade diese Diskussion wurde in den Staaten einfach abgelehnt. Das ist nichts, was wir machen. Wir mischen uns da nicht ein. Viele europäische Staaten haben diese Diskussion gehabt. Und letzten Endes ist es eine Machtverschiebung zwischen, was der Staat Unternehmen vorschreiben kann und nicht, auf der Basis von diesen Ausgleichszahlungen. Finde ich ganz spannend, weil diese Diskussion vor Corona überhaupt nicht irgendwie geführt wurden. Auch die Europäische Zentralbank hat gesagt, bitte, bitte, liebe Unternehmen im Euroraum, bitte nicht machen. Ne? Also Gewinnausschüttung, verzichtet darauf, benutzt euer Geld lieber. Nun ist es so, dass gerade im Rahmen der Corona-Krise, also der Liquiditätskrise, die sich jetzt vollzieht, viele der Unternehmen, die
über die letzten Jahre hinweg massiv sich verschuldet haben. Zum Teil auch, um diese Rückkaufsprogramme zu finanzieren, jetzt natürlich in die Klemme kommen, weil man kann diese Verschuldung weiter umrollen, die Konditionen ändern sich, da werden jetzt Insolvenzen anstehen, es werden Arbeitnehmer eben jetzt gekündigt. Da ist tatsächlich auf einer strukturellen Ebene, zeigt sich jetzt eben die Widersprüche von einem finanzialisierten Unternehmensmodell, was jetzt in die Klemme kommt, was ganz spannend ist. Vielleicht noch zurückzukommen über die größeren Fragen von welche Finanzmarktpolitik muss man haben, um den Deal überhaupt finanzieren zu können. Da gibt es interessante Modelle. Ich habe gerade gesehen, jemand hat im Chat gepostet, es gibt den, wie heißt der, New Green Deal for Europe von DiEM 25. Das ist ein interessantes Modell, die auch tatsächlich durchdacht haben, wie könnte man das finanzieren. Eine der Möglichkeiten da ist die Herausgabe von Green Bonds, Green Investment Bonds von der Europäischen Investmentbank. Und da sehen wir auch eben die Stärkung von anderen Akteuren als der Zentralbank, die Investierungsbanken auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, wo die eben geben. Und da ist die Industriepolitik, aber eben eine andere Industriepolitik als die Europäische Union, die generell so positioniert, ganz wichtig. Das beinhaltet zum Beispiel demokratische Kontrolle darüber, wo investiert wird. Es reicht nicht aus, dass dass Investitionen getätigt werden. Hier investiert mal, wir brauchen Innovation, wir müssen den digitalen Umstellung haben, wir müssen automatisieren, wir wollen alles grün haben. Grüne Kapitalakkumulation ist auch Kapitalakkumulation. Und die sozialen und sozial-ökologischen Hintergründe, die von der progressiven Perspektive eigentlich gefördert werden können, die kommen gar nicht erst ins Spiel, wenn zum Beispiel Risikokapitalgesellschaften enorme Gelder kriegen und niemand hat eine Übersicht darüber, wie die eigentlich investiert werden, solange dabei der Profitgedanke Vorrang hat. Und vielleicht nur noch mal kurz, um auf die EZB und Lagarde zurückzukommen, weil sie vorhin erwähnt wurde. Die EZB ist nicht unbedingt ein progressiver Akteur in dieser ganzen Diskussion. Lagarde hat im März ziemlich am Anfang der Corona-Diskussion in Italien einen großen Fehler gemacht, wo sie gesagt hat, we're not here to close spreads. Spreads sind die Überschüsse oder die Risikozuschläge, heißt es, Risikozuschläge auf Deutsch, die praktisch anzeigen, wie das Vertrauen von Investoren in Staatsanleihen aussieht. Je größer die Spreads sind, desto stärker sind die Gefälle zwischen dem Vertrauen der Anleger in zum Beispiel deutsche Staatsanleihen und italienische Staatsanleihen. Ja, desto teurer wird es für Italien, um zum Beispiel Gelder auf den Kapitalmärkten zu geben. Wenn die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank nicht dazu da ist, um die Spreads zu schließen, um sicherzugehen, dass diese strukturellen Asymmetrien irgendwie bearbeitet werden können, dann hat sie ein Mandat, das relativ geschlossen ist und das sich nicht für progressive Zwecke benutzen lässt. Danke, das ist die perfekte Überleitung zur Frage an Ulrike. Wir haben ja jetzt viel diskutiert, gibt es jetzt gerade ein Fenster tatsächlich für eine andere Politik, für vielleicht ein solidarischeres Handeln auf der europäischen Ebene? Es gab auch eine Frage im Chat nochmal von Utz Gundert, die gefragt hat, kann jetzt sozusagen mit diesen vielen Hilfen tatsächlich ein sozialeres Europa auch entstehen oder wird eigentlich damit nur der Markt wieder angekoppelt? Wir hatten auch verschiedene Beiträge hier im Chat, die nochmal sich für radikalere Lösungen ausgesprochen haben. In einigen Ländern ist das ja auf nationalstaatlicher Ebene jetzt unter Corona auch passiert, dass in Spanien zumindest ein kleines Grundeinkommen geschaffen wurde, um die härtesten sozialen Folgen aufzufangen. Wir wissen aber auch, wenn wir uns an die Krise in Griechenland erinnern, dass die europäischen Geldgeber unter Umständen dann auch sehr hart sein können, was die Sozialleistungen in den Ländern angeht, wenn es darum geht, dass Schulden zurückgezahlt werden können. Jetzt ist die Frage, die ganz einfache Frage an dich, Ulrike, gibt es gerade ein Fenster zur Umsetzung von diesen sozialeren Politiken? Gibt es ein Fenster für
der Umsetzung eines Green New Deal auf der europäischen Ebene, der auch mehr ausmacht als das, was von der Leyen bisher skizziert hat? Das Tolle ist, dass ihr jetzt derartig viele Themen aufgeworfen habt, die, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, nicht unbedingt alle etwas miteinander zu tun haben. Dass ich jetzt ganz frei bin, das zu sagen, was ich nochmal gerne loswerden möchte. Sonst, wenn ich jetzt alles beantworten müsste, würde ich hier auch auf jeden Fall mein Redekontingent deutlich überziehen. Was ich erstmal als allererstes gerne sagen würde, ist, auf keinen Fall, und das sage ich so deutlich, Anne Patty vorlesen. Ich habe das Buch gelesen und aus meiner Sicht ist es so, dass so beeindruckend ihre Lebensleistung ist. Sie ist ja jemand, der den Schuldenerlass für viele Länder, arme Länder durchgesetzt hat. So groß ihre Lebensleistung ist als Theoretikerin, ist sie schlecht. Und das sieht man gerade an ihrer zentralen These, dass die Finanzmärkte das Wachstum treiben würden. Jeder, der dabei war, weiß, es ist genau andersrum. In dem Moment, wo die Finanzmärkte übernehmen, bricht das Wachstum der Realwirtschaft zusammen. Also die Finanzkrise 2008, 2009 war dafür nur das extremste Beispiel. Das kann man aber auch sehen in der Geschichte. Also solange die Finanzmärkte eingehegt waren, das galt bis zum Zusammenbruch von Bretton Woods 1973, waren die Wachstumsraten hoch und danach sind sie ständig gesunken. Und ein Grund waren die entfesselten Finanzmärkte. Um es zynisch zu überspitzen, aber eigentlich ist das gar nicht überspitzt, Der größte Umweltschutz bisher, den wir hatten, waren ausgerechnet die Finanzmärkte. Denn die haben sozusagen geschafft, was sonst noch keiner geschafft hat, nämlich das Wachstum des Kapitalismus weitgehend zu bremsen. So, oder anders gesagt, wenn man die richtige Politik gemacht hätte, nämlich die, die auch Anne Patty dann an anderer Stelle vorschlägt, nämlich eine keynesianische Politik, und ich bin eigentlich Keynesianerin, dann hätten wir aber Wachstumsraten von jährlich 3% gehabt. Und dann wäre natürlich der Schaden für die Ökologie viel größer gewesen. Nicht? Denn wir jetzt in Deutschland zum Beispiel haben seit 2000 eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1,3%. Das heißt, den Finanzmärkten ist zu verdanken, dass wir pro Jahr 1,7% nicht gewachsen sind. So, und also wie gesagt, Anne Patty da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man das liest. Und deswegen meine Empfehlung ist einfach auslassen. Dann war die Frage, das hat Laura Horn richtig beschrieben. Corona hat ganz andere Reaktionen hervorgerufen als die Finanzkrise. Das liegt aber auch daran, dass Corona eine völlig andere Art von Krise ist. Die Finanzkrise 2008, 2009 war ein sogenannter endogener Schock, also ein Schock, der aus dem Kapitalismus selbst kam oder aus dem Finanzsystem im Kapitalismus. Während Corona ganz offensichtlich ja mit dem Kapitalismus erstmal nichts zu tun hat, sondern das ist ein exogener Schock, das ist ein Virus. Und das führt natürlich dann auch zu völlig anderen Reaktionen. Dann, was ich auf jeden Fall teile, ist natürlich die Feststellung, dass Corona und die Reaktion darauf zeigt, dass der Staat ein starker Akteur ist, sehr handlungsfähig und dass man auch sehen kann, dass die freien Märkte ohne einen starken Staat überhaupt nicht funktionieren würden. Also das ist ja genau das, was die Neoliberalen immer anders erzählen. Die Neoliberalen sagen ja, der freie Markt kann alles regeln und der Staat stört nur. Und jetzt sieht man in der Corona-Krise, dass es in Wahrheit genau andersrum ist, nämlich der freie Markt wäre komplett kollabiert, wenn durch Corona, und das war ja sehr eindrucksvoll zu sehen, als den Börsianern dämmerte, dass jetzt Corona auch in Deutschland angetroffen ist, ist der DAX, der deutsche Aktienindex, innerhalb von ganz wenigen Tagen um 40% abgestürzt. Er wäre noch weiter abgestürzt, da wäre nichts mehr übrig geblieben, wenn nicht der Staat eingegriffen hätte, indem er eben sagt, was wir ja alle wissen, jetzt, dass er die Liquidität der Unternehmen rettet. Nicht? Also die Börsen gäbe es ohne den Staat überhaupt nicht. So, dann, was ich auch auf jeden Fall unterstütze, ist das, was Stefan Liebig gesagt hat, dass wenn man umsteuern will in einen Green New Deal, also in eine klimaneutrale Wirtschaft, dass dann ganz wichtig ist, dass man sich fragt oder sicherstellt, dass jeder Beteiligte, also alle Deutschen oder alle Einwohner in Deutschland ein Einkommen haben und eine Krankenkasse und so weiter. Aber das ist eben sehr viel schwerer herzustellen, als das gemeinhin so geglaubt wird, also oder auch dann in der
EU diskutiert wird, weil aus meiner Sicht, also was man ja jetzt versucht beim Green New Deal, das ist auch bei in den USA nicht anders als in der EU-Kommission, letztlich ist ja die immer Green New Deal ist das gleiche wie grünes Wachstum. Diese Frage kam ja auch schon vorhin im Chat. Und ich glaube, das ist die größte Lebenslüge aller Zeiten. Also wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, und das hat Stefan Liebig ja schon erklärt, daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst sozusagen auf einem überhitzten Planeten alle verbrennen. Wenn man aber eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann bedeutet das, dass man aus dem Wachstum aussteigen muss. Oder noch härter, es bedeutet, dass wir im globalen Norden unsere Wirtschaft schrumpfen müssen. Und das entscheidende Problem, nie diskutiert, ist, der Ökostrom wird immer knapp bleiben. Denn man muss sich das ja so vorstellen, wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann muss man alle Sektoren auf Strom umstellen, weil Strom ist die einzige Energieform, die man ökologisch herstellen kann, vor allem durch Wind und Sonne. So, wenn man aber alles auf Strom umstellt, was bisher mit Öl oder Gas oder Kohle befeuert wird, dann wird einem klar, dass die wenigen Windräder, die hier stehen können in Deutschland, wir haben noch nicht jeden Platz ausgenutzt, aber so viele Plätze gibt es da gar nicht, die wirklich lukrativ sind, dann wird der Strom extrem knapp sein. Viele Leute denken ja jetzt, wenn sie Elektroautos kaufen, so, ja, wieso Strom, nicht? Kommt aus der Steckdose. Die Tragik ist eben, dass Öl nicht knapp ist, aber Ökostrom. Und dass sich daran auch nichts ändern wird. So, und da aber letztlich unsere Wirtschaft darauf beruht, dass man Technik einsetzt, die mit Energie befeuert wird, bedeutet knapper Ökostrom, wir müssen schrumpfen. So, und dafür, deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden, denn bestimmt gibt es ja auch noch Diskussionswünsche. Für eine schrumpfende Wirtschaft hat aber keiner ein Konzept, auch nicht die vom Green New Deal. Okay, danke. Ich würde jetzt gerne dir, Stefan, noch eine Frage stellen. Es gibt jetzt die letzte Möglichkeit, weil wir so in 10 Minuten schließen, noch Fragen sowohl im Chat zu stellen, aber ich würde auch euch Diskussionsteilnehmern untereinander nochmal die Möglichkeit einräumen. Aber erstmal an dich, Stefan, nun konnte sich in den USA das Konzept des Green New Deal, was sehr ambitioniert gedacht war, nicht durchsetzen bei den Demokraten im Vorwahlkampf, und auch die Labour-Partei ist bei den Wahlen gegen Boris Johnson krachend gescheitert, und das Konzept, die beiden Konzepte haben aber beide trotzdem überlebt, und Ann Petty vor hin oder her, das diskutieren wir auf jeden Fall alle weiter an irgendeiner Stelle, werden sie uns noch eine Weile begleiten, weil es ja eigentlich darum geht zu sagen, welche Antworten können wir gerade überhaupt formulieren auf diese multiplen Krisen, die auch dann den Wählerinnen und Wählern zugänglich gemacht werden können, weil wir schon feststellen, die komplizierten Diskussionen über eine sozial-ökologische Transformation und das dann auch alles auch gleichzeitig in Deutschland auf der föderalen, nationalen, europäischen Ebene und unter Einbeziehung aller möglicher multilateraler Abkommen, ist ja kompliziert, wenn man in so einen Wahlkampf ziehen muss. Wie siehst du jetzt, Stefan, die Chance, dass es ein griffiges Konzept gibt, was zum Beispiel ein links-progressives Bündnis oder mitte-links-progressives Bündnis aus SPD, Grünen und Linken formen könnte, um nächstes Jahr eine Alternative zu bieten, weil das ist ja klar und wird uns eindeutig alle 4 Jahre, die wir auch verlieren, um dem Klimawandel was entgegenzusetzen aus Deutschland, die werden wir zu spüren bekommen. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil zum einen schon bevor ich in den Bundestag gewählt wurde, im Jahr 2008 habe ich hier die Gesprächsrunden mit SPD und Grünen begonnen. Jetzt haben wir 2020, zwischendurch gab es mehrmals rot-rot-grüne Mehrheiten im Bundestag, die aber nicht genutzt wurden. Da kann man sagen, es hat irgendwie alles keinen Zweck. Und es kommt noch hinzu, dass im Moment die Umfragewerte eine Katastrophe sind. Also die Union alleine hat mehr Stimmen als SPD, Grüne, Linke zusammen. Das ist alles nicht schön. Aber das ist die positive Seite. Wir können erstens davon ausgehen, dass viel der Umfragen im Moment mit der Person Angela Merkel und auch mit der Zuschreibung einer gewissen Verantwortung an die führende Regierungsfraktion zu tun hat. Das muss bei den Bundestagswahlen so nicht mehr der Fall sein. Und Angela Merkel hat ja auch gesagt, und das hat sie jetzt nochmal unterstrichen, sie wird nicht nochmal kandidieren. Und wie das Ganze bei Friedrich Merz oder Laschet oder wer auch immer da kandidiert aussieht. Also ich glaube, da verändert sich was.
Was sich auch verändert hat, ist die Rolle der Sozialdemokratie. Die war ja lange Zeit die stärkste der drei Parteien und ist immer ausgebüxt, wenn es ernst wurde. Also ich weiß noch, Martin Schulz hatte mal kurz links geblinkt vor den Saarlandwahlen und dann wurde das wieder alles nichts. Wenn ich inzwischen mit sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen rede, und zwar nicht nur mit meinen Kumpels vom linken Flügel, sondern auch von den Seeheimern, die Offenheit für Mitte-Links ist dort massiv gewachsen, die werben dafür. Dann kann man sagen, die Grünen sind ein Problem. Ja, die reden öffentlich nicht so viel darüber, aber intern ist es nach wie vor eine linke Mehrheit in der Bundestagsfraktion und auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen da und letztlich unsere eigene Partei, die ist ja auch nicht immer ganz einfach. Es gab zumindest einen klaren und deutlichen Vorstoß der Parteispitze. Also den habe ich so viele, viele Jahre mir gewünscht, der war jetzt da. Das heißt, das ist jetzt alles keine Antwort auf die programmatische Untersetzung eines Green New Deal. Und da gibt es viel zu kritisieren, auch an allen drei Parteien. Aber dieser Punkt, dass es sozusagen eine Offenheit dafür gibt, der ist jetzt da. Und da, um auf die europäische Ebene zu kommen, ich glaube, das wäre der sinnvollste und wichtigste Beitrag auch für einen wirklich guten europäischen Green New Deal, wenn die stärkste Volkswirtschaft hier nach Mitte links rückt. Denn so nett Angela Merkel alle finden, also am Ende wird sie nicht progressive Politik machen, weil sie als CDU-Politikerin ist und dazu eine andere Meinung hat. Also es gibt Licht und Schatten, aber ich bin ja immer Optimist gewesen und habe das halb volle Glas gesehen. Ich glaube, die Chancen sind wieder da. Wir müssen sie jetzt nur nutzen. Gut, dann knöpfen wir doch gleich da nochmal an. Und Laura, ich würde dich an dich als letzte Frage dann formulieren. Wir haben das Thema vertiefte Integration der EU ja auch immer wieder gestreift. Das wird in allen linken Parteien in Europa heiß diskutiert und geht gerade in unserer eigenen Parteienfamilie, wie du für Schweden und Dänemark beschrieben hast, von einem Ende zum anderen. Also wir diskutieren von Republik Europa bis immer wieder eben hin zu der Frage, ob nicht EU-Austritte vielleicht auch Lösung aus Dilemmata einzelner Länder sein können. Und es wird dann nur selten, niemand hat das Rätsels Lösung wirklich in der Hand. Wie schätzt du das jetzt gerade ein? Was würdest du aus deiner Perspektive den linken Parteienfamilien auch im Hinblick natürlich auf das, was Stefan eben beschrieben hat, raten? In zwei Minuten. Die Licht- und Schattenperspektive, die Stefan hier gerade vertreten hat, ist so eine fundamentale linke Perspektive, die man hat, wenn man zur Europäischen Union arbeitet. Das ist auch so in den akademischen Diskussionen, wo man, wenn man versucht, so diese extremen Positionen zu vermeiden. Ich denke, dass Corona da noch einiges verändert jetzt, weil jetzt gerade die meisten Länder sich gar nicht erlauben können, diese Diskussion zu führen, sollen wir raus aus dem Euro zum Beispiel. Solange da Möglichkeiten sind, dass da über wie auch immer geartete solidarische Handlungen Zuschüsse verteilt werden, macht man da mit. Die Europäische Kommission unter von der Leyen nach einem eher laschen Staat, also sie ist ja jetzt auch nicht besonders demokratisch legitimiert, also sowohl formal als auch jetzt über wie sie in ihr Amt gekommen ist und was da für Diskussionen vorher waren. Sie hat sich da jetzt stark positioniert mit dem franco-deutschen Bündnis, hat Merkel praktisch Macron jetzt ein bisschen Auftrieb gegeben. Macron innerhalb der Europäischen Union, Frankreich geht es nicht so gut, Macron ist innenpolitisch jetzt nicht so wahnsinnig legitimiert. Da läuft also einiges wieder, sagen wir mal, was integrationstechnisch in den Jahren vorher so ein bisschen am Stottern war. Also Europa positioniert sich gleichzeitig, diese ganzen Diskussionen um die Militarisierung Europas, die Leute, die in den Lagern sitzen und warten, die Leute, die nicht reinkommen, die Leute, die immer noch ertrinken, diese ganzen Diskussionen, die sind ja nicht weg. Und die Linke kann davor nicht die Augen verschließen. Die außenpolitischen Diskussionen, die wir jetzt verstärkt über Europa führen müssen in den nächsten Jahren, wenn die ganzen entwicklungspolitischen Programme und Finanzierung runtergefahren werden, das wird passieren. Da stellt sich wirklich einiges jetzt in die Diskussion, wo die Linke bisher so ein bisschen so eine normative Legitimität für Europa konstruieren konnte. Inwiefern das noch zu machen ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist der Schatten doch eher deutlicher, weil eben die Verträge und die Institutionen
die immer im Hintergrund stehen, die sind da. Ich bin da also eher skeptisch und ich bin auch für eine linke Position, dieses Another Europe is possible, das mag ja sehr schön sein und dem würde ich auch intuitiv zustimmen, aber eine andere Europäische Union ist wahrscheinlich eher nicht möglich, leider. So, und jetzt an Ulrike Herrmann in dieser von uns erträumten dann neuen Regierung, die wir dann nächstes Jahr im September formen werden, würden wir dich dann natürlich als eine wichtige Beraterin sozusagen einstellen. Und jetzt wäre meine Frage, was wären die ersten Schritte, die wir dann unternehmen sollten, um auf der europäischen Ebene zu wirken? Naja, ich glaube, das Grundproblem wird sein, also ich bin ja auch sehr dafür, dass da ein rot-rot-grünes Bündnis dann an den Start geht. Aber das Grundproblem in Deutschland ist ja, immer wenn es wichtig wird, sind sowohl der Bundestag wie der Bundesrat beteiligt. Und normalerweise ist der Bundesrat aber hat nicht die gleiche Mehrheit wie der Bundestag. Das heißt, wir leben faktisch in Deutschland immer oder meistens in einer Allparteienkoalition. Auch jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die Große Koalition hat im Bundesrat nicht die Mehrheit. Sie muss auf jeden Fall immer noch die Grünen an Land ziehen, oft auch noch die FDP und so weiter. Das heißt, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wenn man dann irgendwie den Kanzler hat, dass man damit in Deutschland schon die Macht hätte. Das ist leider nicht so. Das heißt, erst in Deutschland kommt immer erst irgendetwas Sinnvolles in Gang, mit wenigen Ausnahmen, wenn alle oder eine große Mehrheit davon überzeugt ist. Und deswegen wird die Aufgabe immer sein, für Linke und auch Grüne, die Mehrheit der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass man eine gute Idee hat. Aber diese Mehrheit muss größer sein als 51%, weil man sonst eben den Bundesrat nicht hat. Gut, dann ganz, ganz vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass es eine Frage im Chat gab, die wir nicht beantwortet haben, nach dem sogenannten Donut-Modell, nehme ich an, von Kate Raworth, das in Amsterdam erprobt werden soll. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob jemand noch wirklich einen Beitrag dazu hat, den wir teilen können, vielleicht eher sozusagen im Chat nochmal eine kurze Antwort geben. Wir lassen das hier einfach noch einen ganz kleinen Moment laufen, weil wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke euch dreien ganz herzlich und auch allen anderen, die sich beteiligt haben. Ich fand die Diskussion spannend und gut, auch wenn sie natürlich vollkommen zu Recht ein Galopp durch ganz viele unterschiedliche Ebenen und Szenarien waren. Aber es ist ja auch immer unsere Hoffnung, dass wir da auch so ein bisschen das so ein bisschen auseinandersortieren können und trotzdem die großen Ziele im Blick behalten. Wir werden diese Reihe sicherlich fortsetzen nach der Sommerpause, höchstwahrscheinlich mit einer ersten Veranstaltung zur Lage der europäischen linken Parteien. Wir melden uns dann in diesem Format zurück, aber wir haben auch ja zwischendurch schon ganz viele Lesehinweise für die Sommerferien und andere Gelegenheiten gepostet. Die können alle oder viele von denen können einfach auf unserer Homepage www.rosalux.org runtergeladen und bestellt werden. Und wir freuen uns, wenn das viele Leute machen. Und an euch drei ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Stefan, dass du dich auf die Präsidialebene des Bundestages gesetzt hast, um mit uns zu diskutieren. Herzlichen Dank für den tollen Beitrag aus Dänemark, Laura. Das war für uns auch alle nochmal spannend. Vielen Dank an dich auch, Ulrike. Du hast das toll auseinandergenommen. Ich danke euch und bis bald. Tschüss.